Herzlich willkommen zu Ferdis Fitnessfragen, der Podcast der Linzenich-Gruppe. So. Ja, mein heutiger Gast ist Marc Warnecke. Vielen ist er noch bekannt. Er war ja nun ein herausragender Schwimmer, Schwimmweltmeister und Bronzemedaillengewinner. Marc Warnecke ist allerdings auch Arzt, Mediziner und für diejenigen, die jetzt mit ihm nicht sofort etwas anfangen können, vielleicht mal zwei, drei Sätze, lieber Marc, zu dir. Wo wohnst du denn eigentlich? Wo hast du studiert? Und ja. Ja, wo habe ich studiert? Wohnt tue ich in Herdecke, studiert habe ich erst in Bonn und dann in Bochum. Mhm. Und ist die Kurzform. Hast du denn, hattest du so einen guten Numerus Clausus damals? Also in meiner Generation, du bist ja noch ein bisschen jünger als ich, war es ja so, es gab Studenten und es gab Medizinstudenten, die waren ja noch mal was ganz Besonderes. Oder hast du einen anderen Weg gefunden, Wartezeit, um Medizin zu studieren? Nee, ich hatte tatsächlich, eine Wartezeit hatte ich nicht, weil ich erst Wirtschaftsinformatik studiert habe. Also ich habe angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren und bin dann über eine OP, eine Knie-OP, quasi an die Medizin gekommen, weil mir das, was der Oberarzt Dr. Neumann damals, leider schon verstorben, hinterher Chefarzt in Garmisch, der hat mir das quasi ja, durch seine Art und durch sein Handeln nahegelegt, sodass ich gesagt habe, ich habe einen neuen Wunsch. Und dann habe ich mich beworben, direkt an der Uni und bin auch direkt genommen worden. Also warst angefixt im Grunde genommen. Genau. Wie man heute sagen würde. Hast du denn noch während deiner Hochleistungsphase schon studiert? Ja, klar. Ich habe da alles Mögliche gemacht. Also ich bin ja noch zwischendurch ein paar Jahre Autorennen gefahren, habe dann studiert und gleichzeitig noch die Schwimmerei gehabt. Also ich habe dann alles gemacht. Autorennen, das war dann noch so etwas spätpubertär, oder wie kam das? Nö, das war auch so ein Zufall. Da hatte ich mal, das war ich weiß gar nicht, welcher Erfolg da kurz davor war. Irgendeinen Erfolg hatte ich und dann war ich auf der Automesse und da hatte ich dort mal gesagt, dass mich sowas auch interessiert und auf einmal hatte ich die Möglichkeit, eine Rennlizenz zu machen bei Sackspeed damals, habe dann diese Möglichkeit natürlich wahrgenommen. Und dann hat damals schon der Instruktor gesagt, ich sollte unbedingt Tourenwagen fahren, weil ich da wohl sehr talentiert wäre. Und die Zeit hatte ich aber nicht, habe ich gesagt, lass ich mal. Und ich glaube, es war nach meinem ersten WM-Sieg, 95 war das, glaube ich. Ja, und dann 99 kam von VW ein Angebot über jemanden, also der dann suchen sollte nach Promis, die im VW New Beetle Cup, weil sie da so eine Showveranstaltung um den Porsche Cup hatten, da Leute suchten, Fahrer auch noch suchten, also so Z-Promis wie mich. Und ich hatte ja nur mal die Rennlizenz und dann habe ich gesagt, ja gut, machst du mit. Und da bin ich dann positiv aufgefallen in dieser Rennserie, so dass man dann gesagt hat von VW, ach komm, wir lassen dich hier ein Jahr mitfahren, das ist echt gut, was du machst. Und dann bin ich bei Porsche, die im Rahmenprogramm waren, aufgefallen, dass ich recht schnell war. Hab dann mal eine Testfahrt bekommen in Weissach und da war ich auch sehr schnell und dann hat man mir nahegelegt, ich sollte mich darum bemühen, in den Carrera Cup zu kommen. Das habe ich dann gemacht und dann ging das halt so weiter. Also wow. Ich hatte auch sehr viel Spaß in der Wagen dabei. Ja, super. Ja, vielleicht mal die erste Frage dazu. Du bist ja nun Hochleistungssportler gewesen, musstest ja damals auch sicherlich ein sehr gutes Zeitmanagement haben, um dabei noch zu studieren. Das heißt, du hast es ja gelernt, mit Stresssituationen umzugehen, sogar mit extremen Stresssituationen. Ich denke mal, so ein Wettkampf, internationaler Wettkampf, der ist natürlich für uns, die das in dieser Form nicht gemacht haben, schwer nachvollziehbar im Stress. Hat dir das eigentlich geholfen, später mit Stress umzugehen, auch in der jetzigen Situation? Ja, das ist eine etwas andere Art von Stress, weil jetzt wird das Körperliche nicht mehr so verlangt. Also jetzt kann ich auch jetzt kann ich Stress haben auf einem anderen Level, sag ich mal. Der Stress im Sport war wesentlich intensiver, weil dann hat sie einmal den psychischen Stress, den du, wie gesagt, auch heute aus dem Berufsleben meinetwegen noch kennst irgendwo. Aber gleichzeitig musstest du ja noch körperlich gucken, dass du super fit bist und deine Maschine läuft. Und das ist ja nun mal der Körper und das war irgendwie nochmal ein ganz anderer Skill, der mir auch so ein bisschen
fehlt, aber den kann ich auch nicht ersetzen. Also da gibt es irgendwie keine Möglichkeit, weil mich nicht mehr motivieren kannst, weil ich total zufrieden war mit meiner sportlichen Situation und mit dem, was ich erreicht habe. Also von daher fange ich jetzt nicht an, Marathon zu laufen oder sowas, um mir zu beweisen, dass ich weit laufen kann. Wie gesagt, dafür habe ich ein Auto da. Naja gut, das geht ja vielen Hochleistungssportlern so, dass die danach nicht unbedingt diejenigen sind, die den Alltagssport mit größter Disziplin oder größter Freude machen. Das kennen wir ja auch von vielen Fußballern. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die Tage hat Ingo Froböse geschrieben, wir laufen in die nächste Weltpandemie hinein, Bewegungsmangel. Ich fand das eigentlich ein sehr schönes Bild von Ingo. Ja, ist richtig. Kann ich hier nur unterstützen. Ja, das siehst du ähnlich. Ja, sehe ich genauso, weil das, was jetzt, also ich meine, das wirklich schon, ich will jetzt ja auch nicht so überall da drauf kloppen, meinetwegen, aber das Abartigste, was ich fand, war dieser tatsächlich, und das Wort abartig ist tatsächlich auch der sogar leider Gottes die richtige Wahl, war dieser Pandemie-Werbespot, wo mit einer Cola und mit einer Chipstüte auf dem Sofa gesessen wurde. Wir warten jetzt mal ab. Das ist absolut, ich weiß nicht, wer da. Da werden Millionen ausgegeben für so einen Scheiß. Ne? Also, weil das geht wirklich nach hinten los und ich will jetzt ja auch nicht jetzt in die Bresche springen und sagen, ja, die Fitnessstudios, die sind dafür verantwortlich, dass alle gesund bleiben. Aber diese, das, wie wir insgesamt mit dem Thema umgehen momentan, auch mit der Pandemie und auch mit den Schließungen, auch was weiß ich, auch mit dem Chaos, das ist halt echt negativ, A, fürs Gemüt der Menschen und B, tatsächlich auch für die Bewegung, die man braucht, weil Bewegung hält tatsächlich auch gesund und man sieht das ganz deutlich auch bei Schulklassen und bei Kindern, die jetzt nicht mehr zum Sport gehen konnten die ganze Zeit. Und ich meine, das ist eine sehr lange Zeit. Ich meine, so ein Kind, was jetzt so 10 Jahre alt ist, war dann jetzt über ein Jahr nicht beim Sport. Das ist 10% vom Leben. Ja, also und da legen wir auch die Grundlage, gerade in der Entwicklung. Ich rede jetzt nicht von Leistungssportlern. Da ist eh eine Katastrophe, wenn die nicht trainieren könnten. Oder ich möchte gar nicht wissen, wie viele Talente nicht entdeckt worden sind jetzt dadurch, dass alles zu war. Aber wir legen ja die Grundlage für spätere Leben und für unsere Gesundheit in dem, was wir auch in der Jugend tun, das weiß man ja. Und das ist eine ganz, ganz große Verfehlung. Also ich sehe da ähnlich wie der Kollege Froböse das so, dass man da wirklich sagen muss, das ist eine Katastrophe. Naja gut, es ist ja so, ich habe es schon mal zitiert in einem anderen Podcast, es ist ja so, dass die späteren Auswirkungen ja kommen. Die Zielgruppe der jetzigen möglichen Risikopatienten in den Kliniken durch die Impfung der über 80-Jährigen werden die 50- bis 80-Jährigen. Und dort, das muss ich mit Erschrecken lesen, jeder Zweite leidet unter Diabetes, Übergewicht und Bluthochdruck. Ja, und die Entwicklung hatten wir ja eh schon. Also wir hatten ja schon die Entwicklung, noch studiert hatte, da hieß es so, ja, das heißt Altersdiabetes, weil das erst im Alter kommt, meinetwegen durch Mangelbewegung, Fehlernährung und so weiter und genetische Veranlagung. Aber heute kannst du nicht mehr Altersdiabetes sagen zum Typ 2, weil du auch 12-Jährige entdeckst, die den haben. Ne? Und das liegt halt genau daran. Und dieses konsequente sportvernichtende Verhalten, im wahrsten Sinne des Wortes, was wir jetzt seit über einem Jahr erleben, das ist, ich glaube, das hat wirklich Folgekosten, definitiv. Ja, die werden kommen. Nicht zu knapp. Kommen wir mal relativ mit einer simplen Frage in unser Thema rein. Kann man eigentlich auch sein Immunsystem stärken durch Essen? Ja, natürlich. Also man muss jetzt von vornherein wegnehmen. Du kannst jetzt nicht dagegen, gibt ja auch dann so Sachen im Netz oder sowas, wenn du das liest, wer sich gesund ernährt, kriegt kein Corona. Das ist Quatsch. Also Corona kannst du immer kriegen. Und wenn du Pech hast, auch ganz schlimm. Das wissen wir ja. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du jung bist, ist natürlich recht gering, dass es schlimm wird. Aber auch sehr gering sogar. Aber die Möglichkeit ist natürlich durchaus da, egal wie gut du dich ernährst und egal wie gut du immunologisch vorbereitet bist. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich die Grundlage, eine gesunde Immunabwehr ist natürlich die Grundlage auch insgesamt besser, nicht nur durch diese Zeit zu kommen und dieses Spezielle, sondern allgemein auch mit Krankheitserregern, Umwelteinflüssen und so weiter klarzukommen. Und die Ernährung ist tatsächlich, was das angeht, und wir reden da ja auch von dem größten Immunorgan, was wir haben, von dem Darm. Und da insgesamt ist die Ernährung der wichtigste Baustein für die Immunantwort.
Was man für sein damals unser größtes Organ in Sachen Immunstärkung tun kann, habe ich bei dir mal gelesen. Das größte Organ ist unser Darm. Und das größte Organ ist eigentlich die Haut, aber das größte Immunorgan ist okay. Der Darm, ja. Mhm. Ja. Danke für diese akademische Klugscheißerei. Ja, aber du hast vollkommen recht. Muss ich direkt ja, also das größte Immunorgan ist der Darm. Vielleicht sagst du uns mal drei Sätze dazu. Ja gut, wir haben ja, also ich will es einfach ausdrücken, weil ich bin kein Freund von den komplizierten Sachen. Also wir haben da ja viele Bakterien und das ist halt, wie soll ich sagen, also man weiß ja mittlerweile, wie wichtig die Darmflora, die sogenannte Darmflora ist für das Immunsystem, für die Verdauung und so weiter und so fort. Wir haben ja übrigens auch bei Diätpatienten das Problem, die wollen abnehmen und nehmen schlecht ab, weil sie meinetwegen eine schlechte Darmflora haben, ja, die dann tatsächlich auch noch Ballaststoffe in Energie umwandeln können, was du ja dann ja gar nicht möchtest. Also von daher ist die gesunde Ernährung für den Darm, was auch wie soll ich sagen, also jetzt ohne jetzt spezielle Tipps geben zu wollen, weil es wird dann immer schnell kompliziert, ganz einfach gesagt, die normale Mischkost, was man so schön sagt, diese gesunde Mischkost, Obst, Gemüse, ja, das alles mal dabei ist, das ist wichtig für den Darm, sodass man auch Ballaststoffe isst. Also das Schlechteste ist natürlich was Ballaststoffarmes, meinetwegen nur ja, fettkohlenhydratreich wie Pommes oder Chips, ne, da ist nichts drin, weder an Vitaminen noch an Dingen, die die Darmflora irgendwo unterstützen. Und da sollte man sich ausgewogen tatsächlich ernähren, was man drumherum macht. Also dann wäre selbst eine Pommes mal nicht Gift, aber nur Pommes ist halt Gift. Und das sind so die Sachen, wenn man es einfach ausdrücken möchte, ne, für den Darm. Also die gesunde Mischkost, darauf zu achten, dass man da nicht einseitig in irgendeine Richtung läuft. Lieber Marge, ein hochinteressantes Thema. Dazu hast du uns ja letztes Jahr schon mal was zukommen lassen und das würde ich gerne jetzt hier in diesem Podcast nochmal aufgreifen bzw. abspielen. Hallo, liebe Fitnessbegeisterten. Ich bin gebeten worden, etwas zum Thema Immunsystem zu sagen und eventuell auch etwas, was noch keiner weiß. Das ist natürlich schwierig, weil ich weiß ja nicht, was ihr wisst. Aber ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht und überlegt, was wissen denn die wenigsten? Und die meisten wissen, dass das Immunsystem unterstützt werden kann mit meinetwegen Vitamin C, Selen, Zink und wie die ganzen Immunbooster denn so heißen. Es gibt da halt allerdings auch Applikationsformen, die nicht so gut funktionieren. Wenn ich zum Beispiel Vitamin C in einen Früchtetee tue, es gibt ja so Fertigtees mit Vitamin C extra zusätzlich drin, dann muss man bedenken, dass das Vitamin C im Tee in dem heißen Wasser schon zerfällt und eigentlich im Körper gar nicht mehr ankommt. Man hat dann zwar noch den säuerlichen Geschmack, aber diese Wirkung, die man haben möchte, eigentlich nicht mehr. Unabhängig davon, das Größte oder woran denken viele halt nicht, wenn sie an Immunsystem denken? Das größte Organ im menschlichen Körper, was mit dem Immunsystem zu tun hat und ganz wichtig ist und häufig vergessen wird, ist der Darm. Der Darm und die gesunde Darmflora sind ein ganz großer Teil der Körperabwehr gegen schlechte Stoffe und insgesamt mit dem Immunsystem halt für unsere Gesundheit maßgeblich mitverantwortlich. Wenn man dann bedenkt, wie ernährt sich der Darm, was ist für den Darm wichtig, was gibt es für Studien, was zum Beispiel bei Infektionen, wie ist die Überlebensrate bei Infektionen, wie kann ich die steigern, dann weiß man zum Beispiel, dass Glutamin und Arginin die Überlebensrate bei infektiösen Patienten oder bei Menschen mit starken Infektionen drastisch steigern können. Und allein 40% des Glutamins, was man aufnimmt, wird für die Darmreparatur vom Darm selbst verbraucht und gebraucht. Und da denken halt die wenigsten dran. Das heißt, der Immunstatus ist sehr davon abhängig, wie mein Darmstatus, also meine Darmflora ist. Und Protein hat da einen entscheidenden, Aminosäuren, sind ja die Bausteine der Proteine, haben da einen entscheidenden Faktor drauf. Wenn man dann jetzt noch bedenkt, dass bei älteren Menschen der Proteinbedarf ist ja nicht höher in dem Sinne, nur sie verstoffwechseln es weniger. Das heißt also, sie nehmen schlechter Proteine auf, essen aber gleichzeitig weniger Proteine. Man kennt das bei sich aus der Familie, Oma und Opa sagen dann, ja, nö, ich bin jetzt nicht mehr so, als ich jugendlich war, habe ich noch immer schön
proteinreich mich ernährt. Jetzt im Alter fällt mir das so schwer, also auch mit der Verdauung. Ich esse lieber was Leichtes, ich esse lieber ein Stück Kuchen oder ein Brot mit Butter drauf oder keine Ahnung was. Also relativ proteinarm dann, und gleichzeitig nimmt der Organismus im Alter aber weniger Proteine auf. Also muss man darauf achten, dass ältere Menschen auch gerade jetzt in der jetzigen Zeit gut mit Proteinen versorgt sind. Ich mache das bei meiner Mutter zum Beispiel so, dass sie von unseren Aminosäuren immer einen Teelöffel in den Kaffee tun soll oder in den Tee, und das macht sie auch. Und dann schmeckt man das nicht und also hat keinen negativen Nachgeschmack, und gleichzeitig kommt sie da am Tag nochmal auf 10 bis, ja, wenn sie 4 Tassen trinkt, 40 Gramm Aminosäuren, und also Bausteine der Proteine, und kann damit sehr, sehr viel für ihre Darmgesundheit und ihre Körperabwehr tun. Und das wissen die wenigsten. Und wie gesagt, das ist ein kleiner Tipp, da könnte man drüber nachdenken oder auch drüber nachlesen. Gibt ganz viele Literatur und Studien, Thema Glutamin, Arginin und Infektionen. Lest da mal nach, das ist wirklich spannend für den, den es interessiert. Und gleichzeitig wünsche ich euch natürlich alles Gute und hoffe, dass bald für uns jungen Menschen, jetzt bin ich auch schon über 50, darf ich gar nicht sagen, aber für uns junge Menschen das Sportstudio bald wieder aufmacht, dass wir uns auch wieder fleißig bewegen können, weil auch Bewegung ein ganz, ganz wichtiger Faktor für den Immunstatus ist. So, ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst mal. Ciao. Herzlichen Dank, lieber Marc, dafür, dass du uns unterstützt hast in diesem Podcast, und ich hoffe, wir werden dich bald nochmal bei uns begrüßen dürfen. Alles Gute.